Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist der 12.06.2020. Am 15.06. wäre das Celine Dion-Konzert und es steht noch immer nicht fest, ob ich mein Geld zurückbekomme oder ob ich eine Gutschrift bekomme oder ob die Karten gültig bleiben. Ich würde mich freuen, wenn ich das Geld zurückbekomme, aber das ist eher unwahrscheinlich. Sonst geht's mir heute ganz gut. Das Wetter ist gut. Sonja war da. Es war richtig nett mit ihr. Wir waren im Kaffeehaus, Zigaretten kaufen und auf der Bank einen Geldbetrag einzahlen und einen Code holen für mein Handy. Und es war ein netter Tag und sie ist zwar schon um 17 Uhr gefahren, weil ihr Freund schon gewartet hat, aber morgen kommt sie wieder und bleibt bis 18:30 Uhr. Oder bis 18 Uhr. Und wir hatten eigentlich viel Spaß und haben viel geredet und so. Und ja, vieles hat nicht passiert. Meine Eltern haben Terrasse gewaschen und sauber gemacht und die Gartenmöbel aufgestellt. Oder besser gesagt, die sind schon gestanden. Nur musste der Boden noch geputzt werden und der Dreck von den Bodenplatten weg. Und noch Laub weggekehrt und so. Und ich habe gerade für ein paar Converse auf Kleiderkreidel noch Geld nachüberwiesen, weil der Versand mehr gekostet hat. Und muss derjenigen dann noch zurückschreiben, dass ich das gemacht habe. Und ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Bin ein bisschen nachdenklich, aber das bin ich sowieso immer. Hier habe ich mich wieder aufgekratzt. Ich weiß nicht, warum ich das nicht abfallen lassen kann, aber ich kratze daran ständig herum. Obwohl nichts drin ist. Ich habe vor ein paar Tagen festgestellt, dass ich 2 Kilo abgenommen habe. Ich vermute mal, dass ich an Wassereinlagerungen hier und hier abgenommen habe, weil mir das jetzt in der vorkommt. Und nicht mehr so angeschwollen. Ich habe schon noch immer Wassereinlagerungen in der Wange. Und hier herüben. Aber es ist ein bisschen weniger und man sieht meinen Hals wieder. Und deswegen glaube ich, dass 2 Kilo eher Wassereinlagerungen war, die ich abgenommen habe. Ich habe auch teilweise sehr geschwollene Beine und sie tun mir auch weh, also. Und teilt manchmal ist es besser, manchmal schlechter, je nach Temperatur. Aber meine Hände sind auch wieder etwas dünner. Und gestern haben wir ja 2 Nägel gemacht. Oder 4 Nägel, besser gesagt, wieder hergerichtet. Und der Rest des Nagellacks hält aber schon seit 2 Wochen. Und also meine Finger kommen wieder dünner vor und nicht so geschwollen. Und auch die Handflächen sind schmäler. Und ich glaube, dass die 2 Kilo, die ich abgenommen habe, einfach Wassereinlagerungen waren.
Sonst. Heute hat Kerstin wieder nicht angerufen. Ich habe ihr gerade geschrieben, ob sie vielleicht Kurzzeit hätte. Und ich werde jetzt warten, ob sie zurückruft. Aber ich glaube eher nicht. Und ich möchte auch am Wochenende nicht stören, weil sie einen Ausflug mit ihren Kindern und ihrer Familie vorhat. Dann wird das nächste Gespräch erst am Dienstag stattfinden, was etwas sehr belastend für mich ist, aber was soll man machen? Sonst habe ich mittlerweile meinen Juni oder Juli-Artikel eingereicht. Ja, und hab den abgegeben und habe auch ein Feedback bekommen, dass er gut ist und dass sie sich freut, dass ich schon abgegeben habe. Ich hätte nur noch bis 26. Zeit, aber ich habe ja zwei Artikel im Vorhinein geschrieben und habe gleich einen abgegeben. Den zum Corona als Risikopatient. Der scheint in der nächsten Monat. Im August haben sie ja schon einen Artikel über E-Mobilität. Den habe ich schon vor langer Zeit geschrieben, aber der wird im August verwendet oder im September. Ich glaube im September. Dann brauche ich noch für August einen und den habe ich auch schon fertig. Und sonst fällt mir nicht viel ein. Es war einfach nicht viel los heute. Die Sonne war schön und ich bin heute auch länger aufgeblieben. Es ist schon 19:35 Uhr. Nein, 19:55 Uhr. Und bin schon sehr müde, obwohl halt mein Augenlid nicht zuhängt. Danke für die Blogaufrufe und danke auch an alle, die an der Wohlfühlaktion teilgenommen haben. Das hat wirklich sehr geholfen. Und ja. Also, dass ich damit so viele Leute erreiche, hätte ich nicht gedacht. Dafür, dass ich so wenig Abonnenten habe. Und die Redaktion war ein bisschen überfordert mit den deutschen Briefen. Aber Christoph veröffentlicht die deutschen Artikel auf seiner Homepage, also auf seiner Facebook-Seite. Die könnte ich euch dann verlinken, wenn alle drauf sind. Und damit ihr nachschauen könnt. Und aber da muss ich vorher mit ihm sprechen. Und ja, das kann ich am Montag. Und sonst gibt's wie gesagt nicht viel. Morgen soll's noch mal schön werden. Morgen ist Samstag. Ich habe noch nichts geplant mit Sonja. Aber mal schauen.
Ja. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend oder einen schönen Tag und morgen einen schönen Tag bis zu meinem nächsten Bericht. Und macht's gut. Ciao. Eure Ines.